So, es ist eine zweite Aufnahmerunde und ihr werdet nicht glauben, was mir die erste Aufnahme zerschossen hat. Es ist so dämlich, dass man schon fast nicht mehr glauben kann. Aber mehr dazu gleich. Es geht erstmal los in 3, 2, 1 und ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir sind hier immer noch bei unserem kleinen Außenstromnetzteil, das mir meine Community aufgebrummt hat. Und ich brauche nicht mehr gucken, ob alles läuft, denn das habe ich beim letzten Mal schon gemacht, bei der letzten Aufnahme. Das lassen wir hier stehen. Oh, guck mal, die nehmen wir mit. Und legen gleich los. Wir müssen den Strom, den wir jetzt hier tollerweise produzieren, ja, irgendwie nach Hell's Hills bringen. Ja, Hell's Hills ist es, glaube ich. Ne, Hell's Gate müssen wir eigentlich. Wo ist denn Hell's Gate? Kraftwerke der Hölle. Ja, gut. Wir müssen dahin, hoffe ich, glaube ich. Wünsche ich mir. Let's try our best. Es geht doch eh wieder schief hier. Hell's Hills, okay. Ich nehme das einfach mal hin. Wir ziehen hier jetzt einfach quer durch die Villa Pampa unsere Strommasten und dann wird das schon. So, aber ganz so glitchy will ich es dann doch nicht haben. Ach, scheiße. Da ist mein Monk einfach wieder zu stark, ne? So. Stehst da, wo die anderen auch stehen. So. Besser. Viel besser. Ja, und ja, was ist passiert, zeige ich euch da oben. Es ist tatsächlich ein Traktor gegen einen Strommasten gefahren und hat die gesamte Region den Strom gekappt. Aber wirklich komplett. Die ganzen umliegenden Dörfer waren tot, die Stadt war tot und naja, war irgendwie nicht so cool. Und ich war gerade irgendwie bei 20 Minuten Aufnahme und habe mich dezent geärgert, nennen wir es mal so. Aber naja, lässt den Jennen. Oh, da war, das vermute ich. Und ich hatte den ganzen Scheiß hier schon mal gemacht, so mehr oder minder. Und renne jetzt halt nochmal los. Manchmal ist das so. Ne? Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Dann sind wir hier schon mal bei Hell's Hills, whatever it is. Und hier hatte ich mir beim letzten Mal überlegt, dass man super hier oben lang bauen kann. Ne? Und sich damit so ein bisschen Landmarke schaffen kann. Und werde das jetzt auch wieder machen. Ne? Ich werde mir das sogar so bauen, dass man hier oben lang rennen kann. Zack. Zack. Und werde hier, ich glaube, ich baue hier gleich so einen ersten kleinen Turm ran. Zack. Nee, da drüber will ich das. Genau. Nee, dass wir uns hier. Where? Fuck! Du Penner! Da haben wir ja neuerdings was gegen. Where? Und zack! Und tschüss! Wichser! Ach ja, so mag ich das Spiel. So mag ich mein Spiel. Mit kaputten Viechern. So, da oben bauen wir Glas rauf. So, das finden wir problemlos wieder, möchte ich mal sagen. Und da unten machen wir einfach hier dicke Wände. Zack. Kommt da so ein bisschen aus dem Berg raus, ist doch schön. Machen wir uns einfach mal das Land hier zu eigen, so wie sich das gehört. Zack. Urbanisierung nennen wir es einfach. Ne, ich sehe es schon kommen, wir kommen heute wieder nicht vernünftig weiter. Aber, naja, was soll ich sagen? Ist mir eigentlich fast egal, weil ich habe auch Bock hier ein bisschen rumzuwandern. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich die Mauer hingesetzt habe, aber egal. So, ihr kommt nochmal weg. Zack. Hier kommt nochmal drunter. Wir können hier drunter gehen, ne? Ja, ich habe es mir fast gedacht. Das ist ganz schön scheiße. Na komm, genau, da will ich es dran haben. Perfekt. Läuft. Und da noch einen drunter. Und hier wird jetzt echt schwierig. Habe ich da schon angefangen? Ja, ohne die wird das gar nichts. Zack. Ja, muss das einmal weg. Hilft alles nichts. Hilft alles nichts. So, komm. Da drunter. Genau. So will ich es haben. Na komm. Ach, das ist doch scheiße. Nee, so will ich das nicht.
Ich will da eine Wand drunter haben. Fick die Henne. Dann halt so. So. Das war. Ja, muss der nochmal weg. Und der auch. Wir haben ja hier jetzt genug Unsnap-Punkte. So, dann. Oh, den nicht. Falsche Weg. Den wollten wir ja. Zack, sind wir hier wieder unten. Reißen den Schlons hier weg. Und bauen hier fröhlich unser Türmchen sinnlos in die Welt. So muss das sein. Wahllos einfach die Welt zu pflastern. Das ist genau mein Ding. Ne? AKWs kann ich noch nicht bauen, sonst würde ich hier tonnenweise AKWs bauen. Wo Kohlekraft auch ganz gut ist, ne? Mach kaputt, was dich kaputt macht. So, jetzt habe ich natürlich hier was vergessen. Aber gut. Wir werden es überleben. Jetzt habe ich da schöne Türme und komme da gar nicht rein. Das ist ja auch reichlich dumm eigentlich. Wo läuft hier jetzt mein Strom? Habe ich noch gar nicht mitgenommen. Das machen wir so hier. Hier einen doppelseitigen ran. Nee, wir machen das nach ganz oben. Oder? So reicht. Na komm, erfasst den. Ja, weiß ich selber, dass das Ding eine Verbindung haben muss. Zu dem da am liebsten. Okay, das müssen wir gleich noch ändern. Das geht so nicht. Na, das. Zack. Und dann können wir von da aus weitermachen. Und da muss immer noch eine Decke drauf. So, jetzt sind wir hier zu hoch. Dann bauen wir einfach mal einmal den hier hin. Und dann ist das doch schicki. So, wo ist Hells irgendwas da? Also müssen wir da lang. Wir bauen uns hier noch eine Brücke rüber. Eisekalt. Zack. Das hat meine werte Community jetzt davon, dass sie mich hier in so eine Abgründe schickt. Zack. Und schon ist der Ragnar glücklich. Und kann hier langlaufen, wie er will. So. Treppe sparen wir uns jetzt einfach mal. Und ich habe das Gefühl, ich laufe falsch. Aber okay, wir werden sehen. Ja, ist ja super. Den Turm kann man von da aus ja super gut sehen. Zu weit weg. Dann machen wir das so. Zack. Und dann da oben rauf. Wenn wir da irgendwie hinbauen können. Ne? Es gibt immer einen Weg. So, danach da. Dann haben wir auch Spitzenlandmarken, die wir uns einfach durch die Gegend führen. Nicht, dass es Sinn macht, aber es funktioniert. Zack. Bauen wir hier gleich nochmal ein Türmchen? Ich weiß halt nicht. So, ist das schon weit genug? Das sieht doch gut aus. Zack. So, nee. Das Türmchen sparen wir uns mal. Das ist einfach nur eine Rampe. Ich will jetzt hier auch nicht zu viel Zeit verschwenden. So. Und dann sind wir da, wo ich hin wollte. Haha. Aber hier kommt jetzt eine Rampe hin. So. Hier geht. Sehr schön. Einmal runter, zweimal runter und dann geht's ab zur Kettensäge. So, das Inventar. Inventar sagt, reiß weg den Scheiß. Zack. Wir brauchen Platz zur Urbanisierung. Zack, zack, zack. So. Sieht doch ganz gut aus. So, hier hatten wir schon mal angefangen, eine Rampe zu bauen, die mir aber mal so gar nicht gefallen möchte.
Ich glaube, ich werde hier den ganzen Scheiß mal wegreißen. Möglichst nicht, wenn ich draufstehe. Dann werde ich hier nochmal eine Kiste hinsetzen. Ich verschwende jetzt echt eine ganze Folge damit, nur hier dumm durch die Gegend zu rennen. Boah, halt die Klappe, du Scheißsäge. So, dann müssten wir die hier leer machen. Das war knapp. Die mal leer schmeißen. Scheiße, können wir auch erstmal behalten. Das kommt weg. Können wir die einreißen und die. Und dann fangen wir erstmal an. Ja, der Signalisator darf da ruhig ein bisschen verschwinden. Geht jetzt die Welt nicht von unter. So, dann ziehen wir das hier rüber. Und Scheiße. Das habe ich mir anders vorgestellt. Hier ist gar keine Wand, wie ich dachte. Na, wir gucken mal weiter. Ach, die Dinger machen ja Gift hier, ne? Ja. Bin schon weg, bin schon weg, bin schon weg. Gucken wir doch mal, ob wir die wegkriegen. Nachladen. Und alle. Hep. Und tschüss. Oder auch nicht. Scheiß noch eins. Du machst mir hier mein Bauernvorhaben kaputt, du Scheißding. Wie kacke ist das denn? Oh, schon wieder Gift. Elendiger Sch. Ach, da ist noch einer. Alter. Na gut, dass ich mir hier einen Weg lang baue. Wie stellen wir das denn am dümmsten an? So, dass es auch nicht ganz scheiße aussieht. Wie weit können wir da bauen? Können wir noch ein. Oh, wir können da durchbauen. Das ist ja belohnend. Zack. 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 So wird's gemacht. Fick dich, Spiel. Ich krieg schon, was ich will. So, da dürfen wir nicht weiter ran. Und dann können wir hier nachher unsere Rampe runterbauen. Ich hatte beim letzten Mal angefangen, tatsächlich einen Turm zu bauen. Und der wollte mir nicht gefallen. Also die Treppe hier ewig lang rauf runter nervt mich, glaube ich, dann doch ziemlich derbe. So, aber wir nehmen das hier jetzt erstmal weg und dann bauen wir uns hier ein Türmchen hin. Wände brauche ich. Ich sag einfach mal, 2x2 reicht. Ach, Kacke, ey. Dann halt nochmal so. Nicht da oben. Ach komm. Dein Ernstspiel. So. Nun passt's. Und wir nehmen auch die Fenster. Die gefallen mir eh besser. Die mag ich lieber. Die sollen's sein. Jetzt fehlen Eisenplatten. Jetzt schon. Das ging ja fix. Nur welche da? Na, ah, ficken. So viel zum Thema Operation. Turm in die Landschaft setzen. Dann wird es wohl doch nur eine Rampe runter. Ärgerlich. So, bis wie weit können wir hier? Hier ist noch kein Problem. Ja, geht. So, auf halbem Weg wäre schon cool. Da setzen wir uns dann nämlich einfach ein Ständerwerk drunter. Zack, zack, zack. Großen brauchen wir. Die Kleinen bringen hier gar nichts. Und dann kommt man hier im Zweifelsfall sogar nochmal mit dem Fahrzeug rauf und runter. Wenn ich dann irgendwann mal ein Fahrzeug habe. Und ich werde vielleicht unten ein paar Bäume wegreißen müssen. So, gucken wir mal einmal hoch. Da waren wir ja noch wesentlich weiter. Ich glaube, bis hier gehen wir. Zack, zack. So. Zumindest unten ankommen wir. Das ist ja schon mal was wert. So. Müssen wir den Strom noch von oben holen. Das ist ja alles paletti. So. Schön. Ist wieder stockfinster. Und dann gucken wir mal, ob wir. Nee, die nicht. Die.
ob wir das schaffen. Aber wahrscheinlich wird das auch schon verdammt eng. Nee, das geht. Aber hier mit einem Fahrzeug, mit dem Fahrzeug hoch wird auch scheiße. Moment. Zack, die nehmen wir nochmal weg. Die auch. Dann erweitern wir den ganzen Spaß einfach mal um eins. In alle Richtungen. Zack, zack, zack. Dann reicht unser Beton auf gar keinen Fall, aber wir haben hier irgendwann mal ein bisschen mehr Platz. Das ist ja schon mal viel, viel wert. Das war knapp. Das war knapp. So, haben wir da sogar Kontakt zum Berg. Das ist ja herrlich. Zack. Und dann geht's hier hoch. So. Ja, ganz wird's nix, aber wir kommen schon mal echt hoch. So, so. Und hier habe ich sogar schon angefangen, das ist ja ein Ding. Bitte lass mich da oben noch ein bisschen Beton rumliegen haben. Ich will jetzt hier nicht auf halbem Weg auf... Ach komm, nein! Ach, lutsch mich rund und dreh mich Ronny. Scheiße, ey. Dann kommt die erstmal weg. So. Jetzt können wir hier lang. Geht doch. Ah, sieht das nicht schön aus? Oh, herrlich. Schöner, großer Fabrikkomplex. Ich kann gerade nicht sagen, so, das ist unser Dings hier, unser Aussichtsturm, wo zentral abgeführt wird. Ich musste gerade echt überlegen. Aber warum sieht das alles weiß aus? Das ist ja strange. Das sollte eigentlich gelb sein. Was sagt hier unsere Farbpistole? Die sagt, sei gelb. Hm. Naja, oh, man sieht sogar unsere Zweitanlage. Geilo. Ach ja, manchmal mag ich das Spiel. Schön, 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 schön. Und hier werden wir einfach Ständer weg hochpammeln. Bis nach ganz oben. So, und dann kommen wir tatsächlich jetzt noch nach Hause. Nach nicht mal 20 Minuten, das ist ja... Naja, mit 20 Minuten, bis wir da sind, verstreicht noch eine ganze Menge Zeit. Und ich glaube, wir werden uns hier auch noch eine Rampe bauen müssen. Yep. Das ist hoch. Sehr, sehr hoch. Und ich hatte während der Live-Aufnahme einfach viel zu viel Glück, als dass ich das jetzt nochmal versuchen würde. Ne, und irgendwann werden wir da oben hingehen. Da gibt es ja angeblich richtig... Oh, wo komme ich denn hier runter? Alter Vater. Weil es da wohl richtig geile Ressourcen gibt. Aber aktuell fühle ich mich dafür nicht gut genug ausgerüstet. Na, jetzt Beton haben wir geil. Scheiß noch eins. Warum musstet ihr mich auch echt mitten in die Villa Pampa führen, ey? So eine Kacke. So, hier können wir uns schon mal ein bisschen abseilen. Das ist ja schon mal was wert. Dann hoffen wir einfach... Oh shit. Da ist er. Einer weniger. Wo einer ist, ist ein zweiter. Bin ich mir ganz sicher. Ja, schöne Nische. Ja, sind wir noch ein bisschen hoch. Und uns gehen langsam die Nüsschen aus. Scheiße. Kann nicht irgendwo Wasser sein? Wenn der noch ein bisschen näher kommt, ne? Dann kommen wir hier runter. Komm mal ran hier. Nicht in den Wald laufen. Komm her. Tu doch mal einmal, was man dir sagt. Nicht in den Wald. Schaffe ich es da hin? Das ist ganz schön fickeweit. Nee, ja, nee, nee. Mich wieder tun, dann muss ich wieder alles holen. Nee, das kostet unnötig Zeit. Wäre noch ein Stückchen näher rangekommen, okay. Aber das war mir zu viel des Guten. Oh, Himmelbeeren. Die nehmen wir mit. Oh, jetzt bin ich doch tatsächlich... Das war... Alter, wieso willst du hier immer runterfallen? Bist du doof? Und da gibt es Pilze. Super gut. Gibt es hier was zu holen? Oh, Alter. Das war... Close. Very, very close. So, und hier habe ich doch gerade einen Absatz gesehen. Haha. Ich hätte auch einfach den Weg außen rum nehmen können.
Wäre ich wahrscheinlich genauso gut bei gewesen. So, und dann rutschen wir hier auch einfach mal ein bisschen den Berg runter. So. Ha! Das Wandeln ist das Müllers los. Ab jetzt auch das Bergsteigen. Woo! Boop. Gut, wir sind halb tot angekommen, aber halb tot ist nicht ganz tot, ne? Ich hab doch gerade hier Himbeeren gesehen. Ach, direkt vor meiner Nase. Läuft. Immer her mit den Nüssen. Mehr Himbeeren. Wir haben ganz schön gelitten da hinten. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Ressourcen. So, und dann sind wir doch schon wieder an unserer neuen Kraftwerkanlage. Die ist eigentlich ganz nice. Die gibt ein bisschen was her. Die ist auch noch weit ab von fertig, aber sie liefert erstmal Strom. Ich habe keinen Bock mehr, euch irgendwelchen Stromscheiß zu präsentieren. Und sage das, glaube ich, in jeder Folge wieder. Zumindest nicht, wenn es mit Strom, mit Kohle zusammenhängt. Denn Kohlekraftwerke haben wir so viel zusammengebaut. Das ist einfach nur noch Bullshit. Ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Also gehen wir weiter zu unseren modularen Rahmen. Und da werden wir, glaube ich, ein bisschen Beton brauchen. Das heißt, wir müssen erstmal ins Lager. Obwohl im Zentrallager müsste genug rumeiern. Im Nebenlager. Ach, die Brücke gefällt mir auch immer wieder, ne? Hab ich hier gerade eine Spinne? Ja. Assi, komm her. So, ich den jetzt nicht getroffen. Scheißkerl. So, Nüffe. Nüffe, Nüffe. Gönn dir. Das war's dann auch mit Nüssen. Na gut, ein paar müssen wir noch im Moment haben. Wir haben mal welche aufgenommen. Aber. Ha, mehr Nüffe. Immer her mit den Nüffen. So, dann holen wir den ganzen Kram nämlich aus dem Nebenlager. Ich glaube, das macht wesentlich mehr Sinn. Ach, das sieht hier mittlerweile auch. Das gefällt mir richtig, ne? Man guckt in die Ferne. Auch da steht schon ein bisschen was. Ich finde das total geil. Ich freue mich jedes Mal, hier nach Hause zu kommen. Schön. Warum ist der Absatz hier eigentlich noch? Der ist eigentlich doch total sinnlos, oder? Macht der hier noch irgendwie Sinn? Eigentlich nicht. Na gut, wegen dem Scheiß hier, aber wird Zeit, dass das hier auch urbanisiert wird. Viel zu viel Grün auf unserem Fabrikgelände, das geht so nicht weiter. So, Beton müsste mittlerweile in Massen da sein. Jo. Wieso stand das Band eben? Hast du nicht... Nee, mittlerer Ausgang... Rechter Ausgang, Überschuss. Was fehlt denn da? Warum geht das hier nicht hoch? Das wurde nicht abgeführt, wie es sollte. Das versuchen wir nochmal. Klick. Jetzt sollten die zumindest hochlaufen. Ja. Die Frage ist, laufen die da auch ab? Aber sollten sie eigentlich auch. So. Wieder zu das Ding und gut ist. So, jetzt haben wir hier natürlich einen ganzen Haufen Klamotte, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Immer diese Nachwehen der Community-Folgen. Schlimm, schlimm. Ja, und ich bin in der Community-Folge gar nicht so sehr dazu gekommen, euch die Fortschritte hier zu zeigen. Mir hat es ja eine Aufnahme zerschossen, das war ein bisschen doof. Und das Ding ist in der Zeit ordentlich gewachsen. Ich habe da oben schon mal angefangen, Konstruktoren zu bauen. Wir schmeißen jetzt mal hier ein bisschen was raus, was wir jetzt nicht mehr brauchen oder gerade nicht brauchen. Und dann muss ich mal gucken, wo ich war. Und vor allem muss ich mal gucken, Moment. Zack. Ich muss mir das mal einmal auf dem Bildschirm holen, weil sonst verliere ich hier den Überblick. So. Wir brauchen Eisenplatten und wir brauchen Beton. Und so viele Rotoren brauchen wir auf jeden Fall auch nicht. Ein paar werden wir brauchen. Ich habe, wisst ihr, was mir jetzt gerade aufgefallen ist? Ich habe vergessen, den Strom mitzunehmen. Scheiße. Was für ein verfickter Bockmist. So, jetzt habe ich da Kraftwerke stehen, die keinen Strom kriegen. Oder liefern. Ich muss gleich mal meine Stromversorgung ein bisschen checken. So, Eisenplatten haben wir mittlerweile auch gut auf Halde. Das gefällt mir.
Ein bisschen Beton nehmen wir noch mit. Eisenstangen sieht gut aus. Was haben wir denn da auf Lager? Ist mittlerweile auch voll. Herrlich. Haben wir aber noch 100 dabei. Das geht erstmal. So, dann gucken wir mal ins zweite Stockwerk. Das ja da hinten schon fleißig vor sich hin wächst. Ich habe hier mittlerweile sogar schöne, fast schöne Aufgänge. Leck mich. Tür. Tür rechts. Komm. So ja wohl mal gar nicht. So, und jetzt bau hoch den Scheiß hier. Jetzt kriege ich eine Macke. Ich fliege da jedes Mal runter, wenn ich da hochrenne. Wie oft ich hier schon Umwege gelaufen bin. Ja, hier ist alles fertig. Das kennt ihr schon. Aber, wenn wir hier irgendwann oben ankommen. Hier steht mittlerweile mehr. Hier steht mittlerweile wesentlich mehr. Das hatte ich tatsächlich zum Teil sogar nochmal abgerissen. Und das neu aufgebaut, sodass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und jetzt haben wir hier, sind wir ungefähr zwei Platten, nicht ungefähr, ziemlich genau zwei Platten hoch. Ne, da oben kommt weiterhin unser Abfuhrsystem. Das ein bisschen kompliziert ist. Haben wir eigentlich einen Weg, wie wir da hochkommen? Wir müssen doch eigentlich hier genau unseren Turm haben. Na, sind hier überall Wände? Ja, hier scheinen überall welche zu sein. Schön. So, dann kommen wir nämlich auch hier hin. Und ich habe hier lustig Türme gebaut. Ne, und habe das so zusammengefasst, dass das alles sauber passt. Und die Schrauben werden nach da hinten alle abgeführt. Ne, werden sie noch gar nicht. Ha! Da haben wir doch endlich was wir machen können. Ist ja herrlich. So, aber es kommen gar nicht überall Schrauben her. Ich mache das mal nochmal weg. Das ist jetzt zum Bauen erstmal scheiße. Hier kommen, glaube ich, doch, hier kommen auch Schrauben raus. So, ich habe damit, ich muss jetzt mal einen Überblick kriegen hier. 3, 6, 9 und 6 sind 15, 16 mal Schrauben. Ja, brauche ich auch. Dann brauche ich jetzt noch 16 mal Eisenplatten. Dann haben wir nämlich schon mal alles für schwere Eisenplatten. Jo, dann würde ich sagen, kommt das einfach als nächstes. Aber hier muss erstmal noch alles angeschlossen werden. Steht das hier schon alles richtig? Das ist alles dran. Ja, das scheint alles zu stehen. Sehr schön. Ne, hier hinten haben wir wie immer unseren Serviceabschnitt. Da können wir erstmal Wände vorklatschen. Zack, zack, zack. Nicht falsch rum. Mach hier keine Scheiße. So. Und hier sind die auch noch gar nicht angeschlossen, sehe ich gerade. So, bis hier machen wir eine Tür rein. Machen sogar ein Tor rein. So, und dann kommt nämlich hier nochmal eine Reihe lang. Und dann kriegen wir hier die Eisenplatten hin. Aber vorher schließen wir hier alles an, damit das läuft. Ne, ich habe geguckt, dass ich das alles schon vorher aufsplitte. Damit wir hier drin auch gar nicht groß die Dings rumfliegen haben. Die... Na, wie heißen sie? Splitter. So heißen sie. So, jetzt muss ich gucken. Hier läuft eigentlich nur ein Band lang. Das heißt, hier können wir relativ eng ranbauen. Das ist doch falsch rum. Markus, konzentrier dich. So und so und so. Dann gehen wir hier. Dass der die immer dreht, ey. Ich krieg noch eine Macke damit. So, damit haben wir das Band, das hier lang führt, nämlich schon mal komplett aufgebraucht. Beziehungsweise beide Bänder. Ne? Die andere Seite ist jetzt für die Eisenplatten und für andere Dinge. So. Hier müssen wir bis hier. Das passt. Das passt. Dann haben wir das hier schon mal dicht. Da hinten müssen wir nämlich auch gar nicht mehr großartig ran, denn alles, was jetzt kommt, ist schon die nächste Produktionsstätte. So. Das haben wir fertig. Die haben, wie alles andere, immer noch keinen Strom. Das machen wir nochmal einmal weg. Ich glaube, die habe ich auf Hälfte gesetzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Mm.
das funktioniert ja nicht. Das sieht ja dann scheiße aus. Wie muckig das denn? Dann haben wir hier eine ungerade Zahl. Wir müssen hier aber wieder genauso weit weg sein. Da hilft ja nichts, ne? Muss hier hin. Zack. Nur einmal, damit wir wissen, wie es... Ach, voll. Lassen wir mal weg. So. Jetzt geht es hier weiter mit Eisenstangen, die wir brauchen. Die kommen von hier hinten irgendwo. Zip. Einmal aufreißen. Von hier kommen sie. Und sollten dann eigentlich hochführen. Ne, das ist der Zulauf, oder? Ja, das ist der Zulauf. Dann kommen sie. Von da kommen sie. Haha. So. Und so. Und dann schicken wir das mal hier oben hin. Eins und zwei. Wir brauchen hier, glaube ich, gar nicht alle schmelzen, oder? Wir brauchen vier Stahlrohre. Wir brauchen separat noch fünfmal Schrauben. Nee, doch. Fünfmal Schrauben noch extra. Die könnte ich eigentlich auch da hinten gleich mit produzieren können. Aber gut, um das nicht durcheinander zu bringen, lassen wir das einfach mal. Das muss ich gerade mal überlegen. Das ist so total sinnlos. Denn wir wollen das ja hier lang haben. Und wir wollen das möglichst hier hinten an der Wand haben. Deswegen machen wir einmal hier hin. Und was habe ich denn hier? Also da ist ja eine Menge noch nicht fertig, ne? So, und dann muss da einmal eine Zwischendecke rein. Zack, zack, zack. Und dann gehen wir einmal bis hier, glaube ich. Und einmal bis hier. Zip. Dann müsste das... Ach, ein zu weit. Scheiße. Gut. Dann... Nee, nicht dagegen snappen. Das müsste dann direkt auf der Platte sein. Zack. Und dann kommen wir doch genau hier an. Warum passt denn das nicht? Wie kann das denn angehen? Warum passt... Hä? Was ein Bullshit. Das ist ja scheiße. Moment, sonst machen wir hier einmal Behelfslösung. So rum soll es laufen. Und dann soll es da bitte darunter. Zip und zip. So passt's. So, dann hier noch einen ran. Auf die andere Seite bitte. Danke. Gehen wir einmal rüber, so weit nach unten wie es geht. Und so. Ach, scheiße. Hier haben wir noch dran gedacht und beim nächsten dann wieder nicht. Das war schön dumm. So, und dann nochmal. Jetzt komme ich da natürlich, ne? Doch, sehr schön. Richtig ausrichten das Ganze. Und dann geht's auch. Sehr schön. Dann kommen hier jetzt Eisenbarren hoch, so wie geplant. Und jetzt brauchen wir 16 Schmelzen, 16 Konstruktoren. Ehrlich? Ist das so schlimm mit den Eisenplatten? Schmelzofen. Konstruktor. Du spuckst... Quatsch, die haben wir doch schon. Wir brauchen nur die Konstruktoren. Das ist ja geil. Und du brauchst 30 pro Minute. Wir kriegen auf den Bändern haben wir... Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Wie viel haben wir pro Band? Eine ganze Menge auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben das fast voll ausgelastet. Wir gucken mal einmal. Gut. Ja, Eisenbahn, Junge. 30. Können wir gleich mal die Aufträge geben, wenn wir schon mal hier sind. Der will nicht, oder was? 30. 30, 60, 90
120. 150. 180. Ich muss auch von oben zählen, das macht von hier überhaupt keinen Sinn. Ich kann ihnen erstmal allen die Aufträge geben, aber mehr auch nicht. So. So. Na komm. Gott, ey, was allein das nochmal für Arbeit macht, ey, das nachher bei allen einzustellen. Kriege ich eine Macke. So. Und so. Dann sind wir erstmal hier angekommen. Der bringt gar nichts mehr. Der kann weg. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich will mal was ausprobieren. Wie gefällt mir das so? Und hier so ein bisschen. Eigentlich finde ich das ganz gut. Ich glaube, ich will das so haben. Ja. Das mache ich so. Weil mir das einfach gefällt. Und wir da eh nicht rausgucken können. So. Jetzt können wir aber mal gucken. Wir müssen erstmal hier oben einmal rauf. Oh. Das war knapp. Jetzt hier. Sehr schön. So. Jetzt können wir doch mal gucken. Was kommt hier auf welches Band? Gucken wir nach dem unteren am besten. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 30 sind 270. 270 haben wir auf dem blöden Band. I spiegelt das. Das dürfte dann für beide Bände der Fall sein. So, 270, das heißt, ich kann hier 9 Konstruktoren pro Band hinziehen. Wir machen hier wieder 2 frei. Gut. Wir nehmen mal ganz gerne. Und dann gucken wir mal, wie wir das aufsplitten. Na, eigentlich ist das Ding nachher am Ende voll. Können wir eigentlich jedem ein Tor geben, ne? Mal hier ein bisschen Platz. Da muss ich mir richtig was überlegen. Moment. Produktion, Konstruktor. Hier sollen die nachher hinlaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das ist schon wieder scheiße, weil ich hier nicht lang komme. Also müssen alle einen rüber. Und dann passt das auch vernünftig. So, 1, 2, 3, du weg. 1, 2, 3, du weg. Und du da hinten auch weg. Und dann dahin hin und dahin hin. Und dann passt das schon mal. So. Dann kommen wir zu den Ausgängen. Hier ein, hier ein, hier ein, hier ein, andersrum, hier ein und hier ein. Und hier ein und hier ein. So. Was geben denn die Bänder her? Sag mal her hier, Logistik. Du schaffst weg 120, die wir genau brauchen. Wie gut ist das denn? Das ist ja bombastisch. Das ist ja richtig bombastisch. Dann nehmen wir hier einmal Förderband Splitter. Gehen einmal auf die richtige Höhe. Ich hoffe, ich treffe die auch. So, kommt von da und teilt hier dann nochmal. So, dann sind das zwar schwere Eisenplatten, die mir ein bisschen wehtun, dass ich sie weggebe, aber okay. Er nimmt dann genau nur so viel auf, wie wir auch nachher hier hinten brauchen. Und da kommt nichts irgendwie durcheinander. Zack. Ach, doch,
klappt alles so wie. Doch, alles gut. Ich habe gerade gedacht, ey, das klappt so nicht, aber das war ja Blödsinn. So, dann das Ganze hier nochmal. Förderband Splitter. Von da kommt. Das ist doch nicht die Mitte, oder was? So ist doch die Mitte. So und so. Oder bin ich jetzt doof? Ne, alles cool. So. Ich verstehe halt immer noch nicht, warum man die Mark II Bänder mit schweren Eisenplatten macht. Die sind so scheiße herzustellen und der Stahl so leicht. Es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. So, geht's hier weiter und das gleiche machen wir hier nochmal. Zack, von da rein. Nach da weg. Aber okay. Ich nehme das einfach so hin. Ne, aber ich finde die halt viel zu schwer zu beschaffen. So, damit haben wir dann erst 9 Mal. Moment, ich muss mal 16 Mal Schrauben oder 16 Mal Eisenplatten. Dann haben wir 9 Eisenplatten, dann brauchen wir aber noch ein paar mehr. Gut. Aber wir haben das erste Fließband leer. Wir werden dann nachher einen ordentlichen Überschuss haben. Das missfällt mir. Wir machen die hier direkt auf eine Höhe. Damit das auch vernünftig aussieht. So, bis hier ran. Und dann müssen wir einmal rum. Oh, kein Stahl mehr. Bis auf den letzten Stahl habe ich gerade alles verbraucht. Bin ja fast stolz auf mich. Alter Oschi. Meine Güte. So. Einmal runter. Da. Nee, wir müssen die Treppe nehmen. Das ist mittlerweile zu hoch. Da brechen wir uns die Haxen. Und das wollen wir nicht. Zack. Runter, 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 runter. Und wir gehen einfach hier hin. Da sind wir, glaube ich, gerade schneller. Und das gute Stück wächst ordentlich. Das gefällt mir. Zip. Gib mir Stahl. Oh ja, Stahl haben wir. In rauen Mengen. Haben wir hier schon schwere Eisenplatten? Ich befürchte nicht. Nee. Da ist unsere Produktion noch nicht weit genug. Warum ist hier nichts? Was sollte hier sein? Turbodraht. Kommt kein Turbodraht an. Okay. Müssen wir auch nochmal was dran ändern. Wenn wir schon hier sind, brauchen wir noch was. Wir haben da Eisenplatten, haben wir auch noch genug. Wir nehmen trotzdem einmal Eisenplatten und einmal Beton mit. Was wir haben, haben wir. So, und dann muss ich irgendwo nochmal eine schwere Eisenplattenproduktion hinklatschen. Weil irgendwie kommt da nichts an. Das ist ganz schön ätzend. Wieder ab nach oben. Jupp. Oh, man kriegt kaum einen Drehwurm, ne? Das steuert sich echt super mit der Maus. Das wäre, glaube ich, mit dem Joypad echt cool. So. Dann brauchen wir dahinter. Eigentlich reicht, ne? Eine Plattentiefe wird echt eng. Müssen wir mal gucken, ob das was wird. Oder können wir das nicht hier lang laufen lassen? Dass wir wieder drüben so einen Mittelschacht haben. Wäre eigentlich auch ganz cool, ne? Dann haben wir hier hinter nämlich 2 frei. Dann würde ich nicht hier anfangen, weil ich brauche nur noch. Wie viel brauche ich noch? 16 brauche ich, 9 habe ich, 7 Stück noch. Dann mache ich das doch wie hier. Und setze die einfach auch hier hin. Wir gucken mal einmal. Dann haben wir hier nämlich einfach nur Logistiktunnel. Und wir müssen ja gar nicht so tief, das ist ja noch besser. Wir sparen uns ja einen Konstruktor, weil wir direkt die Platten machen können. Den kann ich ja relativ frei bauen. Wie mache ich das? Setze ich die Wand direkt hier lang? Ich glaube ja. Zack. Oh, so. Grenzen das nach da ein bisschen ab.
Und nach oben hin kommt denn ja schon gar nicht mehr so viel. Wir müssen noch ein bisschen Beton herstellen. Noch ein paar Stahlrohre und dann sind wir schon fast durch hier. So. Sauber. Da machen wir auch noch hier, wie beim anderen. Einmal dann Durchfahrt. Und dann können wir hier hinten dran. Oh, dann haben wir hier drin so viel, zwischen so viel Luft, ey. Das brauche ich gar nicht. Mir reichen hier eigentlich zwei Platten. Vier. Eins, zwei, drei, vier. So muss ich es haben. Haha, ich fast wieder verkackt. So, mal gucken, was wir die Mitte hier stehen haben. Ich gucke auch jedes Mal dreimal, ne? So, eins, zwei. Die war... Doch, die sitzen. Gut, eins, zwei, drei. Wieso sind die nicht... Wieso passt das nicht? Wieso sitzt ihr versetzt? Verkackt, Müller. Verkackt. Wieder einmal. Eins, zwei, drei. Weg damit. Ich hätte die schon gerne in der Mitte. So. Jetzt müsste es passen. Ja, sehr schön. Das war ja mal voll für den Arsch. So. Und dann nochmal. Jetzt sitzt's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier hinten nochmal einen siebten hin. Den machen wir einfach hier stumpf gegenüber. So, und damit haben wir dann auch die. Dahinter ist eine Platte Platz. Ja. Da kommt denn der hin. Hier kommst du hin und hier jeweils drei. Eins, zwei, drei. Das passt. Zack. Was war das für eine Nummer? So, und dann haben wir doch heute fast die Eisenplatten geschafft. Und wir nähern uns auch krass dem Ende der Folge. Hätte ich gar nicht gedacht. Das ging ja jetzt doch huggizuggi. Und hier. Und dann ziehen wir das verbliebene Fließband einmal rüber. Dann müssen wir mal gucken, was wir mit den ganzen Eisenplatten machen. Hier brauchen wir sowas. Zack, zack. Ach, komm schon. Scheiße, ey. Immer der gleiche Mist mit dem Umdrehen. Mann. Was soll denn das? So, das lassen wir noch. Und dann führen wir hier einmal unser Fließband weiter. Erst bis nach hier. Und dann bis nach... Ziehen wir es hier gleich nah ran. Dann hätten wir es... Ja, eigentlich wie hier, ne? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Stimmt das so? Müsste so stimmen. So, bis wohin kommen wir? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wände. Das heißt nach 4. 1, 2, 3, 4 hier hin. Dann haben wir es genau symmetrisch. Oder auch nicht. Das war dumm. Egal. So, dann gehen wir hier einmal rum. Ich bin gerade echt nicht sicher. Doch, so müsste hinkommen. So, jetzt wieder Splitter. Von da kommt. Nach da gehend. Haben wir da schon eine Leitlinie? Natürlich nicht. Müsste aber so hinkommen. Ein so. Und gib ihm hart. Natürlich kommt das nicht hin. So, die Frage ist, was kommt jetzt nicht hin? Ich guck mal einmal drüben, wie wir es haben. Wo stehst du denn? Ihr grenzt genau an der Platte. Okay. Hui! Das heißt, ihr seid falsch. So. Einmal von da kommt, einmal von da kommt.
Ranspaxen. Ha, ich hatte doch recht. Sehr schön. Dann brauchen wir hier... Ach, wir ziehen erstmal die ganzen Splitter. Was soll der Geiz? Von da kommt... Ah, keine Leitlinie mehr. Scheiß. Einmal so. Einmal so. Und hier brauchen wir tatsächlich ja nur einen. Zack, aber irgendwo muss ja das Restmaterial hin. So, so. Dann die hier. Damit nicht zu viel abgespackst wird. Scheiße. Wenn man es eilig hat, ne? Hat man denn davon? Also im Verkacken bin ich auch großer, großer Meister. So. Das sieht doch besser aus. So und so. Und so. Und ich wundere mich noch über die Leitlinien. Zack. So, da ist einer dazwischen. Und da brauchen wir keinen. Da wird sogar für hier so ein Mark 1 Ding reichen. Hier eigentlich auch. Aber ich habe jetzt mit 3ern angefangen, dann mache ich jetzt auch mit 3ern weiter. So. Da hängt schon was dran. Dann gehen wir hier hin. Na komm. Zack. Zack. Super gut. Das gefällt mir. Wir kommen hier von A nach B. Das ist auch schön. Wir könnten hier ein bisschen mehr Platz nutzen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch 2 Wände hoch. Gut. Hier in der Mitte. Ein, zwei. Obwohl, da habe ich, glaube ich, drüben alles Glas gemacht. Ne? Ja. Dann machen wir das da auch. Zack. Einmal Glas und dann kommt hier das Versorgungsding lang. Damit wir hier unten weiterhin Platz haben. Zack, 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 zack. Und das Schöne ist, wir können das genauso wieder auf die Bänder zurückgeben. Weil wir ja... Geht's gleich runter? Ja. Input wie Output haben. Wie gut ist das? Das läuft. So. Dann sind wir schon mal da oben dran. Und jetzt brauchen wir nur noch Fusionatoren, um das Ganze wieder zusammenzufügen. Einmal hoch. Komm. Und komm. Sehr schön. So. Das heißt... wie machen wir das hier jetzt? Wir kriegen das ja von beiden Seiten. Und beide Seiten sind jeweils ein Band. Eigentlich perfekt für unsere Fusionatoren, ne? Das heißt, einer kommt immer hier hin. Ja. Macht soweit Sinn. So, und hier auch nochmal ein. So. Dann kommen hier wieder unsere Lifte ran. Der schickt nach da. Die können eigentlich... Obwohl, nee, wir machen das wie auf der anderen Seite. Zack. So. So. Du müsstest jetzt passen. Sehr schön. Und du machst hier so eine... wieder so ein Stierding. Fand ich eigentlich beim anderen ganz cool. Warum sollten wir hier nicht damit weitermachen? Immer nur gerade ist auch lame. Da lang. Da lang. Und da lang. So, dann haben wir die erstmal einmal alle gleich zusammengebracht. Na komm. So. So. Und so.
Und zack, das sitzt damit auch. Und da müssen wir dann tatsächlich einen höher gehen wahrscheinlich. Weil wir brauchen ja jetzt nochmal Fusionatoren hier. Obwohl eigentlich, nee, brauchen wir gar nicht. Oh, das läuft richtig gut. Das passt genau. Wie geil ist das denn? Zack, zack, zack. Und zack. Und das gleiche können wir hier nochmal neben machen. Wie super gut ist das denn? Das gefällt mir. Du sitzt falsch. So, nach dahin ausgeben. Wir setzen erstmal die alle und dann passt das schon. So. So ist besser. So, jetzt kommen wieder hier die. Zack. Ach, du bist ein bisschen anders, ne? Du musst... Ja, so. 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 Und so. 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 Was war das denn für eine Nummer? Und so. Nee, daran. Genau. Den daran. Und dann sitzt auch unsere Palette hier gleich komplett fertig. Wie cool ist das denn? Zack. Beim Fusionieren ist es total egal, was da für ein Band zwischen ist. Und dann können wir dich nach da schicken. Dich nach da. Dich nach... Was ist denn nun los? Dahin. Und dich nach da. Dazwischen soll nichts verbunden werden. Hier fehlt aber Verbindung. Und da auch noch. Oh, das hätte aber... Das wäre doof gewesen. Und dann fehlt hier wahrscheinlich auch noch. Ja. So. Passt, wackelt, hat Luft und ist alles da. Wie gut. Genau, und das muss dann alles wieder hier rüber. Aber nicht mit den Wänden, sondern mit denen. Da darf man ja ruhig sehen. Da kommen die ran. So, dann bauen wir hier einfach wieder Fundamente rüber und führen das nachher dahin, glaube ich zumindest. Ja, und wir lassen dann hier in der Mitte einfach ein bisschen Platz. Wie gut ist das? Ist natürlich ärgerlich, dass das mit den Konstruktoren hier nicht geklappt hat. Man könnte die tatsächlich ein Stockwerk höher setzen, die hier noch sind. Dann hätte man hier einmal sauber frei und das wird so ein Zwillingsturmsystem sein. Wäre auch ganz cool. Ne, dann würde ich nämlich... Ne, hier alles weglassen kann ich hier nicht. Aber ich kann so machen. Und dann ist das hier eine Außenwand. So, so, so. Na komm. Und dann haben wir hier zwischen ein bisschen Luft. Ich glaube, das könnte am Ende beim fertigen Bau ganz cool aussehen. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ach, scheiße. Wattenbockmist. Natürlich die falsche Wand angewählt. So viel dazu. Hat sich das Studium wieder mal voll gelohnt. Ich bin zu blöd, die richtigen Wände auszuwählen. So. 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 Und komm, dreh dich zurecht. Zack, zack, zack. Und dann passt das alles. Die Wände kommen auch weg. Und da kommen dann dafür Geländer hin. Quatsch. Die müssen hier, ja. Dann haben wir hier so ein teiloffenes Stück. Ich glaube, das finde ich ganz schön cool. Das gefällt mir. Hier haben wir
das da drüben gelöst. Mit einer Menge Scheiben. Dann machen wir hier auch eine Menge Scheiben. Aber auch gleich ganz unten? Nee, ne? Doch. Ab unten dran. Scheiben rum. Was sagt die Tic-Tac-Uhr? Eine Stunde. Und zwar ganz genau. Das ist ja die Wucht. Und da noch ein drauf. Und da. Und da kommt dann eine Tür. Tür oder Tor oder was auch immer. Ist ja scheißegal. So. Und dann. Ist das soweit fertig? Ziehen wir dann auch gleich Wände lang. Halt, da kommt so ein Tor hin. Zack. Damit wir auch noch durchlaufen können. Und hier brauchen wir ja tatsächlich gar nicht so viele Wände. So. Damit steht unsere Eisenplattenproduktion. So. Schrauben fertig, Eisenstangen fertig. Fehlen noch... Nee, Moment. Schrauben fertig, Eisenplatten fertig, fehlen noch Eisenstangen. Dafür müssten wir rein theoretisch auch locker noch genug Metalle übrig haben. Nee, ich meine, hier bleibt nicht so viel übrig. Hier bleiben 60 übrig. Das reicht für zweimal Eisenstangen. Und hier reicht das Ganze, was übrig bleibt, auch nochmal. Hm. Die brauchen ja nur 15. Hier bleibt viel mehr übrig. Das ist super. Dann können wir hier die Reste nämlich zusammenführen. Führen das quasi in die nächste Etage hoch. Wo ich es wahrscheinlich hier sogar noch irgendwie hinkriegen würde. Na, muss ich mal schauen. Das überlege ich mir mal bis zum nächsten Mal. Ne, also wir müssten hier jetzt noch genug Eisenbarren übrig haben, um locker nochmal 16 mal Eisenstangen zu bauen. 16 mal Eisenstangen ist ganz schön viel. Das ist irgendwie doch so eine ganze Etage und das kriege ich garantiert nicht hier hin. Ja. Gut. Ne, dann muss das hier oben noch alles vernünftig zusammengeführt werden. Beziehungsweise, wenn ich das so machen will, wieder drüben. Dann müssen da sogar noch Wände hin und ich muss die Hälfte nochmal wegreißen. Wie doof ist das denn? Wie habe ich denn das da gemacht? Habe ich mir da so viel Mühe gegeben? Ich bin ja fast erstaunt von mir dann. Habe ich das tatsächlich mit Wänden gemacht? Wäre gar nicht nötig gewesen, glaube ich. Aber gut. Aber ein bisschen Abwechslung darf ja überall sein. Ich lasse das da, glaube ich, so. Mir ist da so ein Zwischenboden durchgezogen ist. Und dann gucke ich mal, ob da ein Tor ranpasst. Das wäre ja auch irre cool. Komm mal her hier. Einmal hochgeklettert. Kommen wir da hin? Ja, wunderbar. Ne, passt leider nicht. Das ist ärgerlich. Nicht genug Freiraum, ja. Das war zu erwarten. Naja, okay. Aber so gefällt mir die Aufteilung tatsächlich viel besser. Es ist viel sauberer, viel ordentlicher. Ich ziehe einfach die Wand durch und dann passt das. Gut, aber wie dem auch sei, der Rest ist Zukunftsmusik. Ich danke euch wie immer vielmals fürs Zugucken. Es hat wieder Spaß gemacht. Schade, dass uns da hinten ein bisschen der Beton ausgegangen ist, sonst wären da die Türme noch entstanden. Aber hätten wir das gemacht, dann wären wir hier jetzt nicht so weit gekommen. Von daher alles cool. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar. Guckt mal auf dem Discord vorbei. Guckt mal auf dem Discord der deutschen Satisfactory Community da vorbei. Da bin ich mittlerweile Partner. Voll gut. Und ja, lasst einfach von euch hören. Lasst uns ein bisschen mehr zusammen machen, mehr zusammen spielen, mehr zusammen quatschen. Ne? Ich danke euch vielmals. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.